Hallo zusammen, ihr wisst, ich habe drei eigene Batterien und ich habe die Liontron Batterie und ich habe hier so einen NATO-Knochen oder einen Hauptschalter. Ob meine Batterien auch übers App ein- und ausgeschaltet werden können? Nein, ihr braucht so einen NATO-Knochen oder eine Hauptsicherung, die ihr rausnimmt. Aber unsere Batterien kann man nicht übers App aus- und einschalten. Warum? Weil ich mich nicht ärgern lassen will am Morgen früh. Wenn ich unsere Batterie hier habe, ich habe hier noch eine zweite, da komme ich dazu, vom anderen Hersteller, die wir im Sortiment haben. Wenn ich eine App habe, das kann ich herunterladen von meinen Batterien, das ist frei verfügbar auf Apple Play oder App Store. Ich kann also beim Nachbar gucken, wenn er sich nicht eingeloggt hat, was dem seine Batterie macht. Also wenn ich auf dem Campingplatz stehe oder im Bootshafen liege und mein Nachbar will gucken, was mit meiner Batterie los ist, dann kann er das. Ja, kann er. Aber er kann sie nicht ein- und ausschalten. Klar kann er nicht einwählen, wenn ich drin bin. Gehe ich aber morgen früh zum Bäcker oder ich mache mit dem Rad einen Ausflug, dann kann er sich einloggen und kann meine Batterie ausschalten. Das heißt, der Kühlschrank ist nachher warm und wenn ich zurückkomme oder ich ärgere mich, weil ich den Wechselrichter nicht laufen bringe, für die Kaffeemaschine betreiben. Aus dem Grund kann man bei unseren Batterien nur abfragen und nicht irgendwas darum machen und der Nachbar mich ärgern und meine Batterie ausschalten. Bei der Liontron App, die kann ich nicht ausschalten, aber wenn ich das richtige App habe, und das erzähle ich euch jetzt nicht welches, dann kann ich die Parameter verstellen. Das heißt, Maximum zum Beispiel 1 Ampere rausziehen und dann geht die Batterie aus. Zum Beispiel, wenn ich morgens ein Brötchen holen gehe, ich komme zurück, will einen Wechselrichter einschalten, Kaffeemaschine, braucht der 100 Ampere, das ist mehr als 1, dann schaltet mir die Batterie aus und ich muss sie dann von der Spannung trennen, dass sie wieder kommt. Nee, dann ärgere ich mich zuerst mal. Weil, wenn ich einen dummen Nachbar habe, der Freude daran hat, an meiner Batterie irgendwas rumzustellen oder sie auszuschalten, weil er Fan ist, dass er das App runterladen kann und so weiter. Punkt. Bei unseren Batterien ist das Ziel, dass man das nicht kann. Ihr müsst also, wenn ihr ausschalten wollt, einen Hauptschalter haben. Punkt. Hier verlinke ich euch ein Video, warum unsere Batterie nur 100 Ampere macht. Und ich verstelle euch in diesem Video eine unserer Batterien vor. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Und das Datenblatt findet ihr auch unten. Ich wünsche euch einen schönen Tag.